Seit Juni 1944 sind die Alliierten weit nach Europa vorgedrungen, haben Frankreich, Belgien und Holland durchquert und stehen jetzt fast am Rhein. Einen Großteil ihres Erfolgs verdanken sie den Russen, die im Winter 1940 bei Stalingrad viele der besten deutschen Panzerdivisionen vernichtet haben. An der Ostfront ist es den Russen gelungen, die Deutschen aus Russland und dem Großteil Polens zu verdrängen, und sie werden schon bald die deutsche Grenze an der Oder erreicht haben. Die momentane Lage der Deutschen ist verzweifelt. Alliierte Bomber haben viele deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt. Die deutsche Luftwaffe besitzt nur noch wenig Macht und kann die Bomber jetzt kaum noch aufhalten, geschweige denn die Armeen der Alliierten wirkungsvoll bekämpfen. Die deutsche Kriegsmarine wurde überwiegend versenkt, ihre U-Boote zerstört und die Besatzung wurde zwangsrekrutiert. Der Feind verweigert jedoch die Kapitulation. Um den unaufhaltsamen Vormarsch der Alliierten zu rächen, wurde der Befehl ausgegeben, jetzt sogar Raketen einzusetzen. Diese Raketen sind zwar äußerst fortschrittlich, aber zu ungenau für militärische Zwecke. Sie sind lediglich dazu geeignet, in London Angst und Schrecken zu verbreiten. Meine Herren, Sie wissen, was zu tun ist. Also, bewegen Sie sich schnell. Decken Sie die Kameraden. Bilden Sie keine Grüppchen. Und bleiben Sie um Himmels Willen nicht stehen, bis wir diesen Bunker erreichen. Nicht da! Passen Sie auf diese Minen auf! Thank you.
Oktober das Gleiche machen. Säubern Sie den Bunker und suchen Sie nach Dokumenten. Feindliche Granate! Feuerschuss! Vorsicht! Verteilt euch! Deckung vorwärts! Gehen Sie in Abwehrstellung! Schicken Sie uns einen MG-42-Trupp! Gute Arbeit mit den Panzern. Private Martin, Sie können stolz auf sich sein. Ich kann es kaum glauben. Aber wir haben es geschafft. Alles klar, Evans. Wir gehen nach Osten und zerstören alle möglichen Ziele. Dann treffen wir uns wie geplant mit dem Rest der Einheit. Sie gehen vor und ich unterstütze Sie mit der Bren.